Ich war gerade beim Bäcker in Düsseldorf. Hier in den Rewe in der Bruchstraße. Und Kampfbäcker. Und also vielleicht eine Ausnahme, keine Ahnung, aber also einkaufen oder wenn man sich mal ein Brötchen kauft oder irgendwie sowas, was irgendwie was Schöneres, ne? Kampf hat ja auch ein paar vegane Sachen dabei. Oder auch nicht vegane Sachen. Also egal, wenn man sich was Schönes kauft, was man beim Bäcker will, oder generell was kauft, dann ist das ja ein Prozess, ja, dass du dich da auch freust. So, und ich gehe da hin und sie so, was wollen Sie? Also, total harsch und Dings. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne was Herzhaftes und was Süßes. Und ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ich gucke noch mal kurz. Weil wenn du am Anfang an die Bäckertheke gehst, du siehst ja nicht das volle Programm. Du siehst ja immer nur den kleinen Abschnitt, da hinten ist ja auch noch was. So, und dann habe ich gesagt, ich möchte auf jeden Fall ein richtig schönes Kürbiskernbrötchen. So. Dann hat sie das Kürbiskern sofort in die Tüte gepackt, also gar nicht gefragt, ob ich noch mehr, weil kommt ja vielleicht noch mehr in diese Tüte rein oder so. Und zugemacht, sagt, was wollen Sie noch? Ich sage noch was Süßes. Aber das war auch so energetisch schon so total, ich weiß nicht, so überfahren. Ich sage, ja, guck mal. So, dann habe ich gefragt, ob die Pfannkuchen vegan sind, weil normalerweise sind die ja vegan. Also sie können vegan sein, ich bin in der Backstube aufgewachsen. Und ja, und da hat sie gesagt, dann hat sie gesagt, dass sie das alles hier, was hat sie gesagt? Das steht dran oder irgendwie in Ordner oder sowas, irgendwas. Ich habe es gar nicht mehr so richtig gehört, weil ich ganz ehrlich sagen, energetisch war das schon echt. Ich sage, sie sind so fit und so ich habe positiv formuliert, so auf Zack und so. Aber ich brauche, glaube ich, echt ein bisschen, um mich jetzt zu entscheiden, was ich gerne möchte. Und ich verstehe das auch, wenn andere kommen, ich war ja allein an der Theke, wenn andere kommen, sie können die gerne vorlassen. Ich würde bloß echt in Ruhe gerne gucken, ob es vielleicht zu dem Kürbiskernbrötchen noch irgendwie so ein Weltmeisterbrötchen oder irgendwas, was da so existiert, daneben oder irgendwas Süßes noch oder sowas. Ja, und dann hatte ich dann mir dann drei Sachen dann rausgesucht, unter anderem auch einen nicht veganen Pfannkuchen. Und ja, und weil ich Appetit drauf hatte, ist auch mal so eine Sache, ganz wichtig immer zu sagen, ne? weil wenn du Appetit auf was hast oder sonst irgendwas und das nicht zur Gewohnheit machst, sondern einfach mal Appetit irgendwann, dann geht dem nach. Also finde ich für die Seele ganz wichtig. Und ja, und dann hat die das alles sofort immer in eine Tüte gepackt, die drei Sachen. Anstatt zu fragen, kann ich das in eine Tüte packen oder so, habe ich drei Tüten bekommen. Und ja, und dann beim Verabschieden, ja, so irgendwie, tschüss oder Dings und so. Ich weiß nicht. Also, keine Ahnung, kann man doch sagen, hey, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das macht doch auch, machen auch viele einfach so an der Kasse, wo es auch schnell gehen muss. Aber, boah, das war so auf Zack. Und jetzt habe ich jetzt so die zwei Brötchen und den Pfannkuchen. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, mir ist richtig irgendwie der Geschmack vergangen. Also ich habe überhaupt keinen Appetit jetzt gerade da drauf, weil die war so, so, und jetzt geht's weiter, zack, 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 nächstes Brötchen, nächstes. Was wollen Sie? Ich will Ruhe einkaufen. Ich habe Bock auf ein Brötchen und möchte überlegen, welches Brötchen ich mir nehme. Ne? Und was? Das ist und sie hat ja einen Einfluss auf Menschen. Sie tut mit ihrer Art den ganzen Tag wird diese Frau Menschen genauso begegnen. Es ist früh am Morgen, es ist alles vital, es ist alles, ja, man hat eigentlich gute Laune, ne? Man geht in den Stress und nichts kann einen den Tag verhagelt haben. Das hat gerade aufgemacht, der Rewe. Oder der Bäcker beim Rewe. Und dann schon so. Und das Geld dann auch, ich habe Rückgeld bekommen, 5 Cent. Mit Kassenbon, dann so auf der Theke geklatscht. Und ich war die ganze Zeit freundlich. Ich habe gesagt, ja, also wie ich halt bin, ne? Ich verliere das ja nicht, die Freundlichkeit. Im Gegenteil, gerade wenn jemand nicht freundlich ist, versuche ich ihm halt ja ein bisschen Licht zu schenken. Ne? Aber, naja. Okay. Ich bin übrigens gerade in Düsseldorf, fahre jetzt aus Düsseldorf raus, beziehungsweise treffe noch jemanden in Düsseldorf, der mich gerne kennenlernen möchte, für einen kleinen Talk. Und danach fahre ich nach Wuppertal und genau, danach wahrscheinlich nach Kassel. Und dann ist wahrscheinlich wieder Leipzig auf dem Programm. Dann geht es zurück, weil es ist am Samstag Rohkost-Potluck.
am 23. Februar Rohkost Potluck 11 Uhr im Agra Messegelände Facebook Veranstaltung. Ja, findet ihr alles auf meiner Homepage warspirit.de. Da trage ich immer alles ein, was ich gerade tue und welche Veranstaltungen ich gerade mache und das noch vieles weitere. Die neue Homepage ist ja schon ein kleines Schmuckkästchen geworden. Ja, und ja, wollte ich einfach nur teilen, weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr einkauft beim Bäcker. Ist es auch so, dass ihr immer das Gefühl habt, irgendwie unter Druck zu sein? Weil latent ist es durchaus immer vorhanden, so. Aber das war jetzt so mal einfach so eine ganz deutliche Sache. Und finde ich schade, dass Einkaufen oder sich etwas was kaufen, so, wenn man dann schon das tut, dass das nicht was Schönes sein kann, dass das irgendwie Stress sein muss. Also, verstehe es nicht. Naja, gut. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Freue mich auf den Austausch und bis zum nächsten Mal.